Wenn ich hier mit dem Areometer im Becken messe, messe ich dann den Salzgehalt oder das Gewicht des Wassers? Und mit dem Refraktometer messe ich dann die Dichte? Oder war das andersherum? Um dieses Fragezeichen aufzulösen, gehen wir mal zu mir auf die Couch und ich versuche das mit einfachen Worten zu erklären. Als Basis für die folgenden Begriffe wie Dichte, Salinität, Salzgehalt lohnt es sich etwas, über die Eigenschaften von unserem Wasser zu erfahren. Ich habe hier drei Wasserproben gefüllt mit jeweils ganz genau 100 Milliliter 4 Grad kaltem, voll entsalzten Wasser. In der Probe Nummer 1 habe ich das Wasser weiter abgesenkt auf ungefähr minus 15 Grad. Es hat den Aggregatzustand fest angenommen und es ist zu Eis geworden. Das in der Mitte ist und bleibt bei 4 Grad Celsius und ist im flüssigen Zustand. Das dritte Glas habe ich weiter erwärmt auf 30 Grad, hat immer noch den Aggregatzustand flüssig. Die erste Frage, die ich dir nun stelle, in welchen der drei Gläser ist das Wasser oder befindet sich das Wasser mit der höchsten Dichte? Aus dem Bauch raus würde man direkt sagen, es ist das Glas mit dem Eis, also Glas Nummer 1, denn dort ist die Dichte so hoch, ich komme noch nicht mal mit dem Finger durch das Eis hindurch. Also muss es ja eigentlich das Glas mit der höchsten Dichte sein. Es ist aber leider nicht so. Es ist nämlich das Glas in der Mitte mit dem 4 Grad kaltem Wasser. Und warum das so ist, liegt an der Dichteanomalie des Wassers. Ich blende dir mal einen Graphen ein, wo du unten die Temperatur ablesen kannst und nach oben hin siehst du die Dichte. Wir wissen jetzt, bei 4 Grad Wassertemperatur hat das Wasser auch die höchste Dichte. Warum sinkt die Dichte jetzt, wenn wir das Wasser erwärmen? Und zwar, wenn wir das Wasser erwärmen, fangen an, sich die Moleküle immer schneller zu bewegen. Sie brauchen immer mehr Platz. Sie wechseln dann in den Aggregatzustand gasförmig und das Volumen steigt sehr groß an und die Dichte nimmt immer weiter ab. Wenn wir das Wasser jetzt von 4 Grad an weiter abkühlen bis zu 0 Grad, bilden sich langsam die Eiskristalle und diese Eiskristalle fangen auch sich an abzustoßen. Sie brauchen auch mehr Platz. Das heißt, das Volumen steigt ein bisschen und die Dichte nimmt dann ab. Von dem flüssigen Zustand bis zu dem festen Aggregatzustand hat man ungefähr einen Volumenzuwachs von ungefähr 9%. Hier sieht man das schön, wenn man die beiden Gläser mal nebeneinander hält, dass das Glas mit dem Eis ein größeres Volumen hat. Und zwar ungefähr diese 9% hat es an Zuwachs genommen. Das bedeutet, das Volumen ist größer und die Dichte ist geringer geworden. Denn ich habe ja nicht Wasser nachgekippt, damit dieses Volumen ansteigen kann. Diese sogenannte Dichteanomalie des Wassers ist also temperaturabhängig. Da sich die Dichte hier vom Glas zu Glas verändert, ist sie also ein Quotient. Und zwar aus der Masse eines Körpers und hier in dem mittleren Glas genau 100 Gramm bei 100 Milliliter Wasser. Milliliter ist ja die Volumenangabe und hier bei dem Eis waren es vorher auch 100 Gramm, aber da das Volumen ja größer geworden ist, ist es sogar auf ein Volumen von 109 Millilitern angewachsen. Die Dichte Rho ist also gleich Masse geteilt durch Volumen. Bei dem Glas mit dem 4 Grad Wasser sind es also 100 Gramm geteilt durch 100 Milliliter ergibt 1,0. Das ist sehr einfach, also eine Dichte von 1. Und bei dem Eis ist es so, da sind es 100 Gramm vorher gewesen. Das Volumen ist angestiegen auf 109 Milliliter. 100 geteilt durch 109 ergibt 0,917 irgendetwas. Also die Dichte sinkt hier bei dem Glas mit dem Eis. Der Grund, warum das Eis auf dem Wasser schwimmen kann, ist also die geringere Dichte bei einem größeren Volumen. Wenn man mit dem Hobby anfängt und so ein kleines bisschen in der Literatur rumblättert, dann kommt man sehr schnell auf diese Empfehlung, dass man die Dichte des Wassers auf 1,019 bis 1,024 einstellen soll. Welchen Wert du dort einstellen sollst, kann ich dir nicht empfehlen. Ich kann dir nur empfehlen, du solltest ihn so konstant wie möglich halten. Ich benutze hier das Densimeter von Aquamedic und das funktioniert folgendermaßen. Dieses Densimeter hat ein ganz spezielles Gewicht und zwar taucht das ins Wasser ein und zwar sollte das idealerweise hier bis in diesen grünen Bereich hier eintauchen, der angegeben ist mit 1,022 bis 1,024. Also das ist so die optimale Dichte. Wir nehmen dann gerne mal die Mitte und zwar die 1,023, die das Wasser an
Körperdichte haben sollte. Das funktioniert folgendermaßen. Dieses spezielle Gewicht taucht bei einer ganz gewissen Wassertemperatur, denn wir wissen ja, die Dichte ist temperaturabhängig, taucht dieses Densimeter ins Wasser ein und zeigt dir dann die Dichte des Wassers an. Und welche Temperatur das Becken haben muss, das steht auch hinten drauf. Und zwar ist das exakt 25 Grad, denn wir wissen ja, das Ganze ist temperaturabhängig. Würde das Wasser jetzt theoretisch wärmer werden, dann würde das Densimeter aufgrund seines immer noch gleichen Gewichtes, aber das Wasser nimmt ja von der Dichte ab, weiter in das Wasser eintauchen und auf einmal dir eine Dichte anzeigen, die geringer ist. Das ist natürlich doof, denn du würdest dann denken, die Dichte ist zu gering und mehr Salz hineingeben. Und das wäre natürlich ein fataler Fehler, denn du hast das Ganze bei der falschen Temperatur gemacht. Genau das Gleiche, würde das Wasser kälter werden, würde das Densimeter nicht so weit hinein in das Wasser eintauchen und würde dir eine höhere Dichte anzeigen. Dementsprechend würdest du das mit Osmosewasser auffüllen und auch hier einen Fehler begehen. Denn denk daran, du musst es bei einer ganz gewissen Temperatur machen. Und zwar steht es immer hinten auf diesen Aerometern drauf. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das dann auch einhält. Ich selbst nutze dieses Aerometer sehr, sehr gerne. Es ist, glaube ich, mittlerweile schon mein drittes, weil ich nicht ganz so vorsichtig war. Deswegen packe ich das auch schnell wieder in die Verpackung rein. Und da dieses Aerometer nicht in alle meine Aquariengrößen reinpasst, habe ich noch eine weitere Messmethode. Und zwar hier das neue LED-Refraktrometer von Aquamedic. So, im Lieferumfang ist natürlich das Refraktrometer. Dann haben wir Ersatzbatterien. Wir haben eine Kalibrierungslösung. Dann gibt es einen kleinen Schraubendreher, eine Pipette und hier hinter diesem kleinen Stoff haben wir ein Reinigungstuch und die Bedienungsanleitung. So, der Rest, der kommt jetzt mal weg. Und dann kümmern wir uns mal um das Refraktrometer. So ein Refraktrometer ist eigentlich ganz einfach aufgebaut. Im vorderen Bereich befindet sich ein Prisma und in dieses Prisma strömt das Tageslicht rein. Und wenn man hier das Aquariumwasser draufträufelt und diese Klappe zumacht, dann verteilt sich das hier im vorderen Bereich und aufgrund des Salzgehaltes wird das Licht dann anders gebrochen und man sieht das in einer weißen und blauen Zone dann und diese Abgrenzungslinie zwischen diesen beiden Zonen bildet dann den Wert auf der Skala. Damit das Ganze auch ordentlich funktioniert, sollte man es am Anfang erstmal kalibrieren mit dieser Kalibrierungslösung. Das machen wir auch gleich. Und zwar kann man dann diese Skala verstellen, indem man hier an dieser Stellschraube dran dreht. Um das auf sein Augenlicht bzw. auf die Schärfe einzustellen, kann man das dann hier auch noch drehen. Und wenn man das erste Mal reinschaut in das Refraktrometer, dann ist das so wie früher im Biologieunterricht, das erste Mal am Mikroskop. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber nach 3-4 Mal reinschauen hat man das eigentlich sofort raus und es geht wirklich, wirklich schnell. Die Besonderheit an diesem Refraktrometer ist, dass hier in dieser Klappe eine LED drin ist. Und mit dieser LED kann man halt, so wie ich bin so ein typischer Blaufasenmesser, also gerade wenn alles so düster im Wohnzimmer ist und das Becken schon in der Blaufase ist, dann hat man wenig Umgebungslicht und dann will ich mal eben schnell noch was messen. Und dafür ist das eigentlich super geeignet, so ein Refraktrometer mit der LED drauf, denn ich muss nicht irgendwo in eine Lichtquelle reingucken, damit ich den Wert ablese. Kann. Ich habe meine Lichtquelle direkt hier oben drauf und kann es wunderbar ablesen. Bevor du das Refraktrometer das erste Mal nutzt, solltest du es kalibrieren und das sollte man in regelmäßigen Abständen auch immer tun, um es einfach zu kontrollieren, dass der Wert auch wirklich richtig angezeigt wird, der sich dann in deinem Becken befindet. Und zwar brauchst du dafür die Kalibrierungslösung und diese Kalibrierungslösung ist eigentlich nichts anderes als voll entsalztes Wasser und mit der macht man das Ganze sehr, sehr einfach. Man hebt hier einfach hier diesen Gumminüppel ab und darunter befindet sich halt diese kleine Stellschraube. Dann musst du entweder etwas Licht haben und hier bei dem Aquamedic LED-Refraktrometer brauchst du dann einfach nur die LED einschalten und hast dann auch in der Dunkelheit Licht. Und dann träufelst du hier einfach 3 Tropfen drauf.
und klappst das Ganze vorsichtig wieder zu. Und jetzt verteilt sich das Wasser hier im Refraktrometer. Wenn man jetzt durch das Refraktrometer durchschaut, dann erkennt man sehr gut eine blaue und eine weiße Zone. Und diese Trennlinie dazwischen, das ist die Messlinie, die den Wert dann auf der Skala anzeigt. Und den müssen wir jetzt erstmal auf die Null bewegen. Und zwar drehe ich dann vorsichtig hier die Schraube ein bisschen hin und her und schau mal, wo die Linie hinwandert und muss sie dann ganz genau auf 0 einstellen. Und das war es auch schon. Jetzt bin ich mit der Kalibrierung schon fertig. Jetzt kann ich hier den Gumminüpfen wieder drauf machen und danach solltest du dann immer, wenn du das Refraktrometer benutzt hast, hier mit dem beigefügten Lappen das Prisma sauber machen und auch die Abdeckklappe, denn es ist ja ein Messgerät und es soll uns auch lange den richtigen Wert anzeigen und dementsprechend muss man das dann auch pflegen. Sollte hier die Kalibrierungslösung mal leer sein, dann kannst du die natürlich auch selber machen. Es ist ja nichts anderes als voll entsalztes Wasser. Das kannst du dann zum Beispiel vom Aquamedic mit der Easyline machen, also die Osmoseanlage, und setzt dahinter den Top-End-Filter, also dieses Mischbettharz, und hast dann voll entsalztes Wasser. Das Refraktrometer ist jetzt startbereit für deine Messung. Das heißt, Kalibrierungslösung brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt brauchen wir die beigefügte Pipette. Und hier habe ich mir schon mal so ein kleines bisschen Aquariumwasser rausgeholt. Und jetzt kommt auch der große Vorteil, den ich in einem Refraktrometer mit LED sehe. Und zwar in meinem Nano-Aquarien passt das Aerometer nämlich gar nicht rein. Und ich habe keine Lust, mir immer einen Zylinder vor das Nano-Becken zu stellen, das dann mit Wasser zu füllen und dann die Messung zu vollziehen. Deswegen ist das so schön einfach und sympathisch, dass ich einfach mit dieser Pipette in das Nano-Aquarium reingehe, sei es jetzt ein 10 Liter oder 20 Liter Becken, und hole mir die Probe und kann dann messen. Und zwar mache ich jetzt wieder die LED an und mache hier vorne auf das Prisma 3 Tropfen drauf. So, die kommt zur Seite. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man diese Proben drauf macht, dass es dann halt nicht dir runterläuft. Meistens halte ich das dann während des Gebrauchs auch immer waagerecht, das Prisma, und mache dann hier ganz vorsichtig die Klappe drauf, damit mir das nicht wegspritzt. So, jetzt kann ich es wieder hinlegen. Wenn wir jetzt mal durch das Refraktrometer durchschauen, dann sehen wir, unten in der Mitte steht Salinität. Und zwar heißt das Salzgehalt. Und der Salzgehalt deines Meerwasseraquariums sollte 35 betragen. Und zwar nicht 35%, sondern Promille. Und wenn wir jetzt mal auf die rechte Seite der Skala gucken, dann siehst du einen Promillewert von 0 bis 100. Und da, wo die Messlinie ist, also die Abgrenzung zwischen dem weißen und dem blauen Bereich, da liegt die 35, die wir auch anstreben sollten. Wenn wir auf dieser Linie jetzt nach links gehen, auf die andere Skala, die von 1,0 bis 1,07 geht, dann siehst du zufälligerweise, dass hier der Wert 1,0265 oder 1,0267 ungefähr angezeigt wird. Und das könnte ja auch so ungefähr der Dichtewert sein, den man anstreben soll, und zwar die 1,023, so ungefähr 1,024 maximal. Das ist ja da schon ziemlich ähnlich, aber es ist eigentlich was ganz anderes. Denn diese Skala auf der linken Seite, die sagt dir das spezifische Gewicht von dem Wasser. Und zwar unten siehst du dieses D2020. Das bedeutet, den Wert, den du da abliest bei 20 Grad, steht in Relation zu voll entsalztem Wasser bei 20 Grad. Und das hat ja auch eine andere Dichte. Das kannst du am besten in einem Salzrechner nachrechnen. Da gehst du einfach ins Internet und gibst mal Salzrechner ein. Und dort kannst du dann mit den ganzen Kommastellen viel, viel schneller rechnen, als wenn du dir die Werte da selber eintippst in den Rechner, und kannst dir das umrechnen, wenn du das spezifische Gewicht von dem Wasser bei diesem Salzgehalt ablesen möchtest. Also die linke Seite sagt uns was über das Gewicht und die rechte Seite sagt uns den Salzgehalt in Promille. Ich für meinen Fall hangel mich immer auf der rechten Seite, also mit der Salinität, denn ich kann mir das sehr, sehr einfach merken. Und zwar 35 Gramm Salz nehme ich mir auf 1 Liter Wasser, mische das zusammen. Das Wasser kommt meistens immer frisch im Keller aus der Osmose, hat dann irgendwo seine 12 Grad oder so, und dann passt das auch mit dem Salzgehalt ziemlich gut.
Also wenn ich das nochmal kurz zusammenfasse, mit einem Aerometer misst du die Dichte deines Wassers, weil durch die Dichteanomalie, du erinnerst dich an die Gläser, das Ganze temperaturabhängig ist. Und diese Temperatur ist definiert bei diesem Gewicht, und das steht hinten drauf, es sind 25 Grad. Denn nur bei 25 Grad zeigt es dir auch die richtige Dichte an. Und die hier ist in einem grünen Bereich gekennzeichnet zwischen 1,022 und 1,024. Also Dichte Aerometer. Und mit dem Refraktrometer misst du die Salinität. Und zwar hast du hier einen etwas größeren Temperaturbereich, wo du damit messen kannst, denn du musst nicht genau die 25 Grad von deinem Aquariumwasser einhalten. Wenn das Refraktrometer eine Umgebungstemperatur hat oder eine Eigentemperatur von 20 Grad und du hier auf dein Prisma das 25 Grad warme Aquarienwasser draufträufelst und du hindurchschaust, siehst du auf der rechten Seite die Salinität, also den Salzgehalt deines Wassers im Promille, also 35 Gramm auf 1 Liter, auf 1 Kilogramm Wasser. Und auf der linken Seite siehst du da nicht die Dichte, also lass dich nicht irritieren. Es ist das spezifische Gewicht des Wassers und nicht die Dichte. Also Refraktrometer, super für alle Größen des Aquariens, sehr gut für kleine und ja, Nano-Aquarien. Ich sage jetzt nicht, dass ein Nano-Aquarien 10 Liter sein muss. Für manche sind es ja auch 100 Liter. Und das Aerometer funktioniert natürlich genauso in allen Aquarien Größen. Du musst es halt dann nur dementsprechend in einem Behälter, vielleicht in einen Zylinder eintauchen, um dann die Dichte zu messen. Ich hoffe, ich habe etwas Licht ins Dunkle gebracht und du kennst jetzt den Unterschied zwischen Dichte und Salinität. Ich hoffe, es war interessant für dich und wir sehen uns im nächsten Video.